Einen schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu IDEAS Daily TV. Nachdem sich der DAX zwei Tage lang nicht so recht aus der Deckung traute, hat er gestern wieder deutlicher zugelegt. Es ging um 0,55% nach oben für ihn. Damit eroberte er auch die 12.400-Punkte-Marke zurück. Blicken wir nach Frankfurt an die Börse zu unserer Korrespondentin Franziska Schimke an dieser Stelle. Schönen guten Morgen. Franzi, wie könnte es denn heute für den DAX weitergehen? Was sind seine Vorgaben? Ja, einen schönen guten Morgen. Heute am Freitag ist ein großer Verfall. Das dürfen wir nicht vergessen. Das könnte die Kurse noch mal so ein bisschen turbulenter bewegen lassen. Ansonsten sind wir ein Stück weit auf der Suche nach Impulsen. Gestern der DAX ja schwächer gestartet, hat sich ganz ordentlich berappelt. Ich war schon im Amerika-Modus. Denn genau andersrum war es dann letztlich beim Dow Jones. Der war freundlicher gestartet und hat Stück für Stück seine Gewinne abgegeben und ist am Ende 0,2% schwächer aus dem Handel gegangen. Das sind so ein bisschen noch die Nachwehen von Seiten der FED. Wir hier in Deutschland interpretieren das so, es läuft noch einigermaßen mit dem Wirtschaftswachstum. In den USA hätte man sich letztlich mehr gewünscht. Es ist aber natürlich auch schon viel eingepreist, denn wir erinnern uns, der Dow innerhalb der Woche ja nahe der Rekordhöchststände unterwegs. An den asiatischen Märkten ein gemischtes Bild. In Nikkei und Shanghai Composite im positiven Bereich, zumindest mit 0,2%. Der Hang Seng hingegen leicht im negativen Bereich mit einem Minus von 0,04%. Dann vielen Dank nach Frankfurt, Franziska. Soweit also der Ausblick auf den heutigen Handelstag. Machen wir weiter mit der Marktidee. Heute ist dies Rocket Internet. Rocket Internet hat gestern Zahlen fürs erste Halbjahr vorgelegt. Der Konzern ist weiter auf Wachstumskurs. Die Aktie legte daraufhin zunächst zu, rutschte dann aber ins Minus. Der Kurs liegt jetzt knapp über einer wichtigen Unterstützung. Wo sich diese befindet und wie es weitergehen könnte, entnehmen Sie einer ausführlichen Chartanalyse und die finden Sie unter www.ideas-daily.de. Und ansonsten geht es am Montag weiter mit IDEAS Daily TV. Das heißt, ich wünsche jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.